fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach den Teufeln. Ja, ihr habt richtig gehört. Teufel. Habt ihr es gehört? Also irgendwo hier im Gebüsch, da müssen sie sein. Hört sich echt gruselig an, oder? Na, was meint ihr? Wie sehen die aus? Groß? Unheimlich? Na, schaut selbst. Darf ich vorstellen? Das ist ein Teufel. Sein richtiger Name lautet Beutelteufel. Früher lebte er überall in Australien. Doch auf dem Festland wurde er ausgerottet. Deshalb findet man wildlebende Tiere nur noch auf der Insel Tasmanien. Und deshalb wird er heute auch tasmanischer Teufel genannt. Beutelteufel sind die größten noch lebenden Raubbeutler und fressen nur Fleisch. Sie sind nur nachts unterwegs. Und weil sie Einzelgänger sind, teilen sie ungern. Den Namen Teufel haben sie wegen ihrer gruseligen Schreie bekommen und den beiden überstehenden Fangzähnen, mit denen sie ihre Beute packen. Ich bin heute mit Renke unterwegs. Der kennt sich mit den tierischen Teufeln super aus. Da ist er ja schon, der tasmanische Teufel. Da stehen die Chancen doch gut, dass wir den noch sehen. Den sehen wir heute. Und zwar hier im Tierpark Bonorong. Der liegt in Australien, genauer gesagt auf der australischen Insel Tasmanien. Schau mal, Renke, da ist doch einer, oder? Das ist ein tasmanischer Teufel, ja. Ja, jetzt läuft er um den Baum rum. Hier vorne ist er. Hi! Wow! Kommt gleich zu uns her. Der kommt gleich zu uns her. Der kann uns riechen. Ah, riechen die sehr gut? Die können sehr, sehr gut riechen. Die können über 2 Kilometer weit riechen. Boah, na ja klar, weil sie müssen ja ihr Fleisch finden. Die müssen ihr Essen finden. Okay, und wie sieht's mit Sehen aus? Kann der auch sehen, dass wir jetzt hier sind? Der kann nur ganz, ganz schlecht sehen. Der kann ungefähr 2 Meter weit sehen. Also von dem Baum bis zu uns kann er uns vielleicht noch sehen. Alles andere ist verschwommen. Ja, und dann hat er hier so einen weißen Fleck vorne an der Brust. Das ist die Markierung. Jeder Teufel hat eine andere Markierung. Jeder hat andere weiße Streifen, weiße Flecken, wie ein Fingerabdruck. Ah, dann kann man die unterscheiden, wenn man die Tiere gut kennt. Ganz genau. Und der Teufel hat große rote Ohren. Die helfen ihm, ebenso wie sein super Geruchssinn, bei der Suche nach Beute. Gute Augen braucht er nicht. Er findet alles, was er braucht, mit Ohren und Nase. Und wenn er satt ist, legt er sich in seinen Bau zum Schlafen. Sag mal, tasmanische Teufel sind doch eigentlich nachtaktiv. Warum ist er jetzt trotzdem hier draußen? Es ist noch früh am Morgen und die werden hier in dem Wildtierpark natürlich auch angefüttert und kriegen natürlich tagsüber das Essen, so dass wir die sehen können. Okay, aber in der Wildnis ist es eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt einem begegnen würden. In der Wildnis ganz unwahrscheinlich. Dort würden die nur nachts unterwegs sein. Okay, na jetzt haut er wieder ab und legt sich wieder in seine Höhle unten rein. Jetzt wird weiter geschlafen. Ja. Dann gehen wir doch auch mal weiter. Ja. Von wegen schlafen. Hinter unserem Rücken ist er wieder rausgekommen. Da roch irgendwas doch noch ziemlich lecker. Guck mal. Hat er irgendwie noch so ein Stück altes Fleisch gefunden, kann das sein? Ja klar, das sind Aasfresser. Die essen tote Tiere, die sie irgendwo finden. Das heißt, die fressen einfach alles, was ihnen so über den Weg läuft oder was da halt so rumliegt. Das machen ja sehr wenig Tiere, Aasfressen. Ne? Aasfressen, egal wie alt, egal wie frisch, alles wird gefressen. Knochen, Fell, Fleisch.
Arten. Aasfresser sind ganz wichtig für die Natur. Die sind sozusagen die Gesundheitspolizei. Wenn die nämlich nicht die toten Tiere wegfressen würden, dann würden sich ganz schnell Krankheiten verbreiten. Deswegen sind die tasmanischen Teufel super für die Natur. Jetzt gehe ich mit Renke zu einem anderen Gehege. Hier wollen wir checken, ob die tasmanischen Teufel gesund sind. Dafür ist Greg zuständig. Ich nehme an, das ist der junge Mann hier. Genau. Hi. Hi, Greg. Hi. Nice to meet you. Hello, Anna. Lovely to have you here. Es sieht ganz so aus, als ob die Teufel hier schon auf Greg warten. Was machen wir? What are we doing? Tassie Devils. Wir werden einen Gesundheitscheck bei den alten Teufeln machen. Auch wenn sie munter aussehen, kann es ihnen ganz plötzlich von einem auf den anderen Tag schlecht gehen. Deshalb schauen wir jeden Tag nach ihnen. Und dafür müssen wir ins Gehege und ein bisschen rumlaufen, um zu sehen, wie sie sich verhalten. Falls ein Teufel auf dich zukommt, hebst du deinen Fuß an und bleibst ruhig stehen. Niemals rückwärts gehen. Oh, ich habe ein bisschen Angst, bin ein bisschen aufgeregt, aber klar, ich bin dabei. Let's do this. Let's do this, very good. Okay, first things first. Ja, danke. Ich war noch nie im Raubtiergehege drin. Ah, das ist ja sehr beruhigend. Die Teufelin ist mit ihren 6 Jahren schon eine betagte Dame. In freier Wildbahn werden die tasmanischen Teufel maximal 10 Jahre alt. Feinde haben sie wenige, denn bis auf große streunende Hunde kann ihnen kein Tier gefährlich werden. Da ist schon einer. There's one right there. Zum Glück wirkt die Teufeldame ganz friedlich. Obwohl, sie scheint doch etwas gestresst zu sein, denn sie zeigt ihre Zähne. Das machen die Teufel, wenn sie sich unwohl fühlen. Bislang zeigt sich nur die Teufeldame. Das beunruhigt mich etwas. 2 sind hier drin, wir sehen nur einen. Ich hoffe, der andere ist nicht hinter uns. Die Teufeldame ist daran gewöhnt, dass Greg in ihr Gehege kommt. Mich kennt sie nicht. Das verunsichert sie. Sie weiß ja nicht, ob ich als Freund oder als Feind komme. Dann wirft Greg ihr ein Stück Fleisch hin. Mit seiner Hand hält er sie auf Abstand. Greg sagt, ich soll mich hinknien. Die Teufeldame ist total entspannt. Alles okay. Schau dir die beiden Fangzähne an. Damit zieht sie das Fleisch vom Knochen. Die Kraft zum Beißen ist hinten bei den Backenzähnen. Sie greift mit ihren Pfoten nach dem Knochen und hält ihn fest. Außerdem ist sie sehr eifrig. Das ist ein gutes Zeichen. Und sie zieht für ihr Alter mit viel Kraft am Knochen, mit beiden Kieferhälften. Das heißt, ihre Zähne sind alle okay. Sie kämpft darum. Das macht sie super. Der nächste Test. Auch den besteht die Teufelin mit Bravour. Sie packt das Fleisch und bringt es weg, um es allein und in Ruhe zu fressen. So verhalten sich nur gesunde Tiere. Greg ist sehr zufrieden mit ihr. Das Ergebnis des Gesundheitschecks. Trotz ihres Alters ist die Teufelin kerngesund. Wir ziehen weiter zum nächsten Gehege. Hier wartet ein junges Männchen auf uns. Er ist erst 2 Jahre alt und viel stärker als die alte Teufeldame. Greg erklärt mir, dass dieser Teufel recht wild sein kann und ich aufpassen soll. Denn jetzt bin ich mit Füttern dran. Ich möchte, dass du den Knochen ganz fest packst und ihm den Teufel so hinhältst. Und zwar runter, damit er rankommt. Und bleib mit der Hand hier oben, nicht weiter unten anfassen. Wow, so ein kleiner Kerl mit so viel Kraft. Wow. Wow, der knackt die Knochen. 0,nix. Wow. Teufel können ihren Kiefer weit öffnen und haben deshalb so viel Kraft beim Zubeißen. Und sie verteidigen ihre Beute. So sehen übrigens die Drohgebärden aus, die ich mit meinem Fuß hätte abwehren müssen. Einen Kadaver zerlegen sie, indem jeder Teufel in eine Seite beißt und dann mit voller Kraft daran zieht. Von allen Säugetieren haben sie die größte Kraft beim Zubeißen. Ich schmeiß es jetzt da rein, damit wir mal sehen können, wie er die Knochen knackt. Schau mal.
Ein tasmanischer Teufel kann leicht eine Menschenhand durchbeißen, so wie diese Knochen. Die knackt er mit seinen Backenzähnen. Tasmanische Teufel vertilgen ihre Beute komplett. Auch das Fell und die Knochen werden gefressen. Und danach ist Putzen angesagt. Beutelteufel sind reinliche Tiere. Da steckt wohl was zwischen den Zähnen. Jetzt gehen wir mal zu zwei neuen tasmanischen Teufeln. Und die sind fast blind. Da muss der Greg jetzt mal reinspringen und die suchen. Vielleicht können wir die gleichen decken. Aber warum sind die fast blind? Die sind so leider hier angekommen und die Ärzte haben festgestellt, die können kaum noch sehen. Die können nur noch so ein Stück vor sich sehen, können eigentlich nur noch Schatten sehen. Die können in der Wildnis nicht überleben. Deswegen sind die hier in den Wildtierpark gebracht worden. Okay, wie alt sind die? Die sind ungefähr ein Jahr alt. Greg sucht die beiden, doch die haben sich gut versteckt. Deswegen haben wir jetzt die Aufgabe, was zu futtern zu besorgen. Dankeschön. Bevor ich das Fleisch anfasse, muss ich Handschuhe anziehen, damit ich nicht aus Versehen Krankheitskeime auf das Fleisch übertrage. Greg hat die Teufel immer noch nicht gefunden und ich mache kleine appetitliche Häppchen. Gut. Dann hoffen wir mal, dass sie jetzt rauskommen. Bestellte Fleisch. Delicious, thank you. Jetzt brauche ich deine Hilfe, um sie zu finden. Du bist ja schon eine echte Teufelexpertin. Handschuhe anziehen. Okay, ich soll rein mit ihm. So, these ones are younger. So, die sind jünger und schneller. Wir müssen etwas vorsichtiger sein, weil sie neu hier sind und wir wissen nicht, wie sie sich verhalten werden. Ja, super. Wir locken sie mit dem Essen raus, damit wir uns die Augen anschauen können. Wird spannend. Wo sind die beiden nur? Das bedeutet, ich bin der Chef. Das ist ein ganz typisches Geräusch. Das hört sich wirklich an wie der Teufel. Oh mein Gott! Greg hofft, die kleinen Teufel aus ihrem Versteck zu locken. Und tatsächlich, da ist das Weibchen schon. That is happy noise. Das bedeutet, sie ist glücklich. Sieht aber schon putzig aus. So you see the eyes. Hast du die weißen Augen gesehen? Ich bin total froh, dass sie durch den Spalt kam, sich das Futter nahm und zurückging, ohne sich den Kopf anzuhauen. Das ist sehr gut. Very, very good. It's very exciting. Nachdem wir aus ihrem Gehege wieder raus sind, hat sich das Weibchen nochmal vorgetraut und sich die Fleischstücke geschnappt, die wir ihr hingelegt hatten. Ihren Bruder haben wir leider nicht gesehen. Die Teufel sind ja wie Kängurus auch Beuteltiere. Ist es dann bei denen auch so, wenn die Babys bekommen, dass sie wie bei den Kängurus so süß aus dem Beutel rausschauen? Ist ein wenig anders bei den Teufeln. Der Beutel guckt nach hinten, nach unten beim Teufel und der hat ganz kleine Babys. Ganz kleine? Was heißt ganz kleine? Wie groß? Es kommen tatsächlich, ich habe es hier mal dabei, es kommen kleine Reiskörner. Was? 30, 40 Stück davon auf einmal und die müssen alle aus dem Geburtskanal bis in den Beutel wandern. Und im Beutel sind aber nur 4 Zitzen, das heißt nur 4 von denen überleben. Die 4 schnellsten. Überleben des Stärksten. Hier seht ihr 2 kleine Teufelchen, die sich an einer Milchzitze im Beutel festgesaugt haben. Und die werden dann großgezogen von der Mutter, gesäugt und irgendwann aus dem Beutel herausgeworfen. Oh, ich würde ja auch schon ganz gern mal Teufel in der Wildnis sehen. In der Wildnis wird es ziemlich schwierig sein. Aber ich kenne genau den Richtigen, der kann uns dabei helfen, welche zu suchen. Perfekt, den will ich kennenlernen. Alles klar, los geht's. Hier kommt unser Experte. Ah, Renke. Hallo Nick. How are you? You well? That's Anna. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Good to meet you. Das ist Nick.
Er ist unser Wildtierexperte hier und er arbeitet für die Regierung von Tasmanien. Und er untersucht den tasmanischen Teufel, er untersucht den Teufel hier in der Gegend und wir werden jetzt mehr über den herausfinden. Er stellt vor allem Fotofallen auf. Das macht er, weil die Teufel vom Aussterben bedroht sind. Sie leiden unter einer Krebserkrankung, die im Gesicht beginnt. Nick fängt kranke Tiere, damit sie behandelt werden können. Okay, dann freue ich mich darauf, heute dabei helfen zu können, den Teufeln zu helfen. Wollen wir los mit dem Auto? Los geht's. Let's go. Ich sitz vorne. Nick kennt die Gegenden, wo tasmanische Teufel leben. Es ist gar nicht so leicht, die Tiere zu finden, da sie sehr scheu sind. Und vor Menschen verstecken sie sich. Nick sagt, dass sie völlig zu Unrecht den Ruf haben, teuflisch gefährlich zu sein. So, jetzt stellen wir noch eine Fotofalle auf. Aber was ist das Komisches hier? Das sieht ja total abgespaced aus. Das sind die Lebendfallen. Und wenn wir gleich jetzt welche entdecken auf der Fotofalle, dann können wir die Lebendfallen aufstellen und vielleicht morgen einen tasmanischen Teufel gefangen haben. Boah, das wäre ja cool. Na, dann hoffe ich mal, dass wir auf den Fotofallen jetzt tasmanische Teufel entdecken. Los geht's! Zuerst will Nick noch eine weitere Fotofalle aufstellen. Und zwar hier, bei diesem Loch. Also wir stellen die Fotofalle hier auf, weil es in dieser Gegend besonders gute Bedingungen für die Teufel gibt. Es gibt offenes Land, wo die Wallabies sind, die die Teufel fressen wollen. Es gibt Verstecke hier überall, diese ganzen Löcher. Es gibt genug Wasser. Und das ist das, was die Teufel brauchen. Die Fotofalle richtet Nick auf den Eingang eines Tunnelbaus. Den könnte ein tasmanischer Teufel als Unterschlupf nutzen. Weiter geht's zur nächsten Fotofalle. Ah, ich sehe sie schon. Hoffentlich sehen wir darauf gleich einen Teufel. Das ist tatsächlich einer. Er scheint auf der Suche nach Nahrung zu sein. Wir legen jetzt die Lebendfallen aus. Ich bin gespannt, wie wir damit einen tasmanischen Teufel fangen sollen. Nick zeigt uns die Plätze, wo wir die Fallen abstellen sollen und wie sie funktionieren. Ah, da ist Fleisch drin, deswegen will der Teufel da rein, verstehe, okay? Der Teufel geht rein, zieht an der Strippe mit dem Fleisch, der Deckel geht runter und wird verschlossen. Ein paar Meter weiter stellen wir die zweite Falle auf. Okay, Leute, dann heißt es jetzt Daumen drücken, dass wir morgen wiederkommen und ein Teufel drin sitzt. Gute Nacht. Am nächsten Morgen sind wir schon ganz früh losgefahren. Falls der Teufel tatsächlich in die Falle gegangen ist, will Nick ihn nicht zu lange warten lassen. Ich bin so gespannt. At least the lid's closed, this one. So. Ah, ja. Die Falle ist zugeschnappt. Falle ist zu! Wir sollen leise sein, damit wir das Tier nicht erschrecken. Die Geräusche, die wir machen, kennt es nicht. Deshalb könnten sie ihm Angst machen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich einen Teufel gefangen haben. Wir schauen erst mal nach, was drin ist. Es ist ein Teufel. Oh. Und er wirkt ganz entspannt. Nick erzählt, dass er manchmal auch einen Teufel fängt, der dann laut schnarchend in der Falle liegt. Jetzt müssen wir den Teufel aus der Falle rausholen. Die Methode wirkt etwas unsanft, aber der Teufel tut sich dabei nicht weh. Nick hängt den Sack an eine Waage. Der Teufel wiegt gut 10 Kilogramm. Es ist ein Männchen. Weibchen sind kleiner und leichter. Außerdem kann Nick die Hoden spüren. Dann zeigt er mir die Pfoten. Mit der Ferse klettert der Teufel Bäume hoch. Und vorne auf dem Ballen läuft er. Dann fotografiert Nick die Bisswunden auf dem Rücken des Teufels. Er scheint sich erst vor kurzem mit einem Artgenossen angelegt zu haben. Vermutlich haben sie um die Beute gekämpft. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wollen wir uns die Zähne anschauen. Das heißt, wir müssen da vorne ans Maul. It's a little bit tense. So. Nick will auch wissen, ob der Teufel die gefährliche Krebserkrankung hat. Die wird über Bisse von kranken Tieren übertragen. Ich hoffe, wir sehen keinen Tumor im Gesicht. Das ist eine Art Geschwulst. Nein, alles gut. Unser Teufel ist gesund. Nick bläst ihn an, damit er das Maul öffnet. Sein Gebiss ist tadellos. Also alles bestens.
Ich soll mit dem Stock die Zunge anheben, damit Nick sieht, ob darunter ein Tumor ist. Aber auch da findet er nichts. An den Zähnen kann er jetzt erkennen, dass der ungefähr 2 Jahre alt ist, also noch einigermaßen jung. Der wird jetzt sich das erste Mal paaren. Und nach dem, was wir jetzt sehen können, hat er also nicht den Tumor im Gesicht. Also das ist jetzt schon mal ein gutes Zeichen. Er ist sehr froh darüber. Damit Nick den Teufel wiedererkennen kann, fotografiere ich noch schnell den Brustfleck. Wir lassen ihn jetzt wieder gehen. Ich gehe mal hier weg, sonst rennt er direkt über mich drüber. Take the sack with you. Nick bittet mich, alles aus dem Weg zu räumen, damit der Teufel freie Bahn hat. Und dann lässt er ihn frei. Einen gesunden Teufel zu fangen, ist mittlerweile selten geworden. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Auf Tasmanien zeigt mir Renke im Wildtierpark Bonorong tasmanische Teufel. Die können über 2 Kilometer weit riechen. Oh, na ja klar, weil sie müssen ja ihr Fleisch finden. Greg, der Besitzer des Wildparks, nimmt mich mit in ein Gehege. Erst füttert er eine betagte Teufeldame, dann ich einen jungen Teufel. Unglaublich, wie er an der Keule zieht und die Knochen knackt. Wow, so ein kleiner Kerl mit so viel Kraft. Dann suchen wir 2 junge Teufel, die sich hier versteckt haben. Einen der beiden Teufel konnten wir mit Fleisch hervorlocken. Das hört sich wirklich an wie der Teufel. Oh mein Gott. Mit Renke und dem Wildbiologen Nick habe ich Fallen ausgelegt, um einen tasmanischen Teufel zu fangen. Ah, da ist Fleisch drin, deswegen, weil der Teufel da rein verstehe, okay? Wir haben so viel Glück gehabt. Uns ist tatsächlich einer in die Falle gegangen. Und das Beste, er ist gesund. Wir lassen ihn jetzt wieder gehen. Ich gehe mal hier weg, sonst rennt er direkt über mich drüber. Wir sind alle froh, dass der Teufel gesund ist. Wir sind jetzt hier in einer Höhle und hier sind auch manchmal tasmanische Teufel anzutreffen. Nick, what are they doing here? Was machen die denn hier? Das hier ist wie ein Club, in dem sich die Teufel treffen und wo sie Nachrichten für andere Teufel hinterlassen. Sie teilen einander über Gerüche mit, wer gerade hier ist und wer beispielsweise auf der Suche nach einem Partner ist. Wenn die Teufel sich hier Nachrichten hinterlassen, dann hinterlasse ich ihnen auch eine Nachricht mit Hilfe der Kreide. Anna war hier. Ich hoffe, sie können es lesen und freuen sich dann. Lesen können sie natürlich nicht, aber ihre Nase verrät ihnen, dass ich hier war. Ja, zugegeben, Leute, die tasmanischen Teufel, die geben schon ganz schön schaurige Geräusche von sich. Und das Gebiss, das ist auch wirklich nicht ohne. Aber ihr habt es ja gesehen, ich war in ihrem Gehege und wir haben hier einen gefangen. Und die waren wirklich nicht aggressiv, sondern eher sehr entspannt. Deswegen finde ich, haben sie den Namen Teufel eigentlich gar nicht verdient. Ich hoffe, dass den tasmanischen Teufeln hier geholfen werden kann und dass es sie noch ganz lange auf Tasmanien gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin bleibt teuflisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die Welt.